Ja, Thomas, agile Medien, agile Marken. Ein Begriff, der aufgekommen ist im Zuge des Internetzeitalters, mit dem Versuch, dass eben langfristige Planung in den Medien immer seltener geworden ist, sondern dass Medieninhalte vor allen Dingen im Netz stärker immer noch auf Anpassung als auf die Nutzer funktionieren. Auf das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir Nutzer, die irgendwas halten, beliebig, ob das Produkte sind, ob das Personen sind, ob das Inhalte sind, die zum One-Hit werden und am nächsten Tag, in der nächsten Woche verschwinden. Kannst du einfach mal versuchen, dieses kulturelle Phänomen, was die Gegenwart ja zunehmend bestimmt, ein bisschen einzusortieren? Zunächst mal, das ist wirklich, glaube ich, eine sehr spannende Frage, wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich diesen Begriff der Agilität wirklich auffassen und verstehen kann oder wie ich ihn am besten auffassen und verstehen kann. Mir scheint zunächst einmal, dass derjenige, der agil wird, weder Medium noch Marke, sondern vor allem der Benutzer, der Konsument ist, der ist plötzlich ungreifbar geworden. Deshalb muss auch so ein wahnsinniger Aufwand getrieben werden, um überhaupt noch sowas wie Benutzerkonturen, Userprofile und Ähnliches zu ermitteln. Und wenn man dann mühsam genug über die raffiniertesten Kontrollsysteme, die man sich vorstellen kann, Payback-Karten und Ähnliches mehr, herausgefunden hat, was ein mögliches Userverhalten sein könnte, stellt man fest, der User hat sich schon wieder geändert, der Benutzer macht schon wieder was anderes, der ist so schrecklich agil. Und daher müssen sowohl die Medien, die ihn erreichen und beeinflussen wollen, als auch die Marken, die er eben zur Identifikation der Produkte, die ihn interessieren, wahrnehmen soll, sozusagen agiler werden. Die eigentliche Grundfrage ist aber natürlich von daher gesehen die Frage, warum sind denn eigentlich Konsumenten, die ja so. Ernest Gellner hat mal davon gesprochen, dass wir in Wirklichkeit weder von Islamisten noch von Fundamentalisten noch von anderen irgendwelchen düsteren Gruppierungen beherrscht werden, sondern von etwas, was er als die ungläubige Konsumenteninternationale beschrieben hat. Und dieser Begriff der UKI, der ungläubigen Konsumenteninternationale, den fand ich sehr schön, weil er gleichzeitig auch etwas als Formation und Kollektiv vorführt, was das gar nicht ist. Das ist hochindividuell, das weicht ab, das hat keinen Stil, den man ganz rasch identifizieren und verfolgen kann. Das ist sehr variantenreich und das ist auf der einen Seite reizvoll und auf der anderen Seite natürlich etwas, was wahrscheinlich Marketingstrategen in den Wahnsinn treiben kann. Also, weil die Möglichkeit eben bestimmte Profile, bestimmte Angebote, bestimmte Produkte usergerecht zu gestalten und zu verkaufen, dadurch sehr, sehr erschwert werden. Das ist aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Problem für zum Beispiel für linke Theoriebildung. Also wenn man jetzt sich anguckt, was aus der alten Klassentheorie geworden ist, dann hat man natürlich das riesige Problem, dass niemand mehr an die Klassen glaubt und niemand mehr an überhaupt festere Kollektive glaubt, aber eigentlich unklar ist, was an dessen Stelle getreten ist. Also Antonio Negri und Michael Hart haben es ja mit der Multitude versucht. Multitude heißt, es gibt sehr viele Leute, die sehr Verschiedenes wollen, aber irgendwie so ein diffuses Subversionspotenzial haben, das sich vielleicht auch irgendwie verbindet und assoziiert. Nun führt uns das ja auch weiter weg von den Medien und den Marken, aber immerhin, es ist eine interessante Frage, weil sie auch mit dem Problem zu tun hat, dass die Zeitgenossen viel ungreifbarer, viel flexibler, eben agiler in diesem Sinn, handlungsfähiger, beweglicher geworden sind, als man sich das jemals hätte vorstellen können. Ja, auf der anderen Seite haben wir ja in den Medien auch den Begriff oder verbindet man ja mit Medien auch immer wieder den Begriff der Information. Zumindest der politischen, der wirtschaftlichen, der kulturellen Information. Die kann ja nur funktionieren, wenn sie zumindest einmal bis zweimal gegengescheckt ist. Das heißt, hier haben wir dann keine Agilität mehr. Da kann man ja nicht so schnell, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auf bestimmte Sachverhalte reagieren. Sind das zwei gegenläufige Tendenzen oder
Wie würdest du das einordnen? Ich würd gar nicht glauben, dass das gegenläufige Tendenzen sind, sondern ich glaube eher, dass unser Umgang mit Informationen sich sehr verändert hat. Tatsächlich ist das ja noch so ein bisschen das Ethos des klassischen Journalismus, einer Publizistik, die sagt, wir wollen ja nicht irgendwelche Informationen vermitteln, sondern die sollen auch stimmen, die sollen auch wahr sein. Heute hat man eher das Gefühl, dass die Leute, bevor sie fragen, ob die Information wahr ist, nachgucken, ob sie schön ist, das heißt, ob sie gut gestaltet ist. Mhm. Man fragt nicht mehr, ob das Wissen sozusagen ein plausibles, in sich stimmiges, ein sozusagen überprüftes Wissen ist, sondern man fragt, wie es sich auf der Bühne verhält, wie es sich in Ausstellungen arrangieren lässt, wie es in 5 Minuten vor den Nachrichten rüberkommt. Wissen veracht, finde ich, eine unglaubliche Sendereihe eben deshalb, weil die durchaus sinnvolle Informationen vermitteln, aber man sieht ganz eindeutig, hier geht es nicht darum, dass die Leute irgendwas lernen sollen, sondern es geht einfach um Strategien und Techniken, die mitvermittelt werden sollen und die was mit der Gestaltung von Wissen zu tun haben. Und wenn ich mir angucke, wie das im Moment auch in den Kulturwissenschaften ein bisschen zu viel für meinen Geschmack schon Platz greift, diese Tendenz, Wissen eben vor allem vom Darstellungs-, vom Design-, vom Gestaltungsaspekt her aufzufassen, dann habe ich das Gefühl, wir sind vom alten scholastischen Verum eben ganz zum Pulchrum gewandert und wir fragen nur noch, ist das ein Wissen, das die Leute interessiert? Und wenn es sie interessiert, dann muss es eben gut aufgemacht sein, dann muss es gut funktionieren und, Klammer auf, dann darf es manchmal vielleicht auch ein bisschen falsch sein. Wenn es gut gestaltet ist, ist das schon sozusagen genug. Ja, ich meine, wir sehen es ja in unserem eigenen Bereich, in der Wissenschaft, aber eben auch in den Medien, dass früher er versucht wurde, sehr stark in die Tiefe zu gehen. Heute ist es die Breite. Die Studenten können sich schnell in irgendwas reinarbeiten. Das Gleiche trifft ja auch für die Journalisten zu. Kann man das gegeneinander aufwiegen oder ist das eine ein Verlust, des anderen Gewinn? Wie ist das eine interessante Frage, weil das führt nämlich sozusagen zu etwas, wo man sozusagen Verluste und Gewinne auch bilanzieren versucht. Oder kann man das überhaupt? Probieren kann man es allemal. Und ich finde den Reichtum an Assoziationen, der heute auch sozusagen schon einer Bachelorstudentin abverlangt wird, die eben fähig sein muss, ein Thema unter möglichst vielen Facetten aufzufassen und zu verstehen, den finde ich schon sehr faszinierend. Manchmal denke ich, dass die Fähigkeit, sozusagen große Assoziationsfelder abdecken zu können, da sehr beweglich zu sein, dass die manchmal auch einen Verlust einschließt oder erzwingt, der sozusagen etwas mit Beharrlichkeit, mit Hartnäckigkeit zu tun hat. Also was man verliert, ist sozusagen vielleicht diese Fähigkeit, ein Thema sehr nachhaltig und sehr tiefgehend zu verfolgen, auch und durchaus in Zeiten, in denen die Öffentlichkeit an diesem Thema gar kein Interesse nimmt. Dieses konterfaktische Dranbleiben wollen, das geht ein bisschen verloren. Aber ich kann mich täuschen. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser Reichtum etwas, was ich schon auch großartig und bewundernswert finde. Und natürlich sind Menschen, die so ganz andere Denk- und Wahrnehmungsstrukturen entwickeln, halt auch die Pest für die Konsumentenforscher, weil die dann auch wieder darstellen und sagen, um Gottes Willen, was wollen die eigentlich? Und wir wüssten doch so gerne, was wir denen verkaufen können. Und ich habe mal gelesen von irgendwelchen Marktstrategen, die halt Jugendliche dann begleiten lassen, wochenlang auf ihren Einkaufen und dann zum Schluss darstellen, kein Profil haben und in tiefster Verwirrung fest zugeben müssen, dass sie ihr Geld eigentlich am Fenster rausgeworfen haben. Und trotzdem haben wir ja bei allem, was wir mit neuen Marken etwa sehen, die plötzlich über uns kommen, auch noch eine ganze Gruppe von klassischen Marken, nehmen wir Persil, Odol, die schon am Ende des 19. Jahrhunderts in unseren Zeitungen kräftig geworben haben. Wir haben Gegenstände, wenn man die ersten Filme sieht, da geht es um den ersten Werbefilm, in dem es dann um eine wunderbare Anlage für die Dusche geht, in der Badewanne und so. Das bleibt ja. Also es gibt manche Marken, die sind tatsächlich über 100 Jahre stabil. Die verändern sich
Wahrscheinlich auch, wobei ich das im Detail gar nicht nachvollziehen kann. Das könnte man wahrscheinlich, wenn man jetzt über Coca-Cola und VW nachdenkt, herausfinden. Ja, ja. Ich bin gerade halt in Wolfsburg vorbeigefahren, da fährt man ja, wenn man von Hannover nach Berlin fährt, an diesem Panorama der Autostadt vorüber und hat halt diese riesigen Werbeflächen, auf denen drauf steht, jede Generation fand ihn den besten oder so etwas. Und das ist schon lustig und interessant, weil die da explizit eben auch auf so eine transgenerationale Markenstabilität setzen und das eben auch vorzuzeigen versuchen. Ne? Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch sowas wie Markenunsicherheit, die damit zu tun hat, das ist ein Parallelphänomen zu dem der Gestaltbarkeit von Wissen, die was damit zu tun hat, dass die Leute schon auch ahnen, dass sie, was weiß ich, wenn sie halt diesen Espresso-Kaffee kaufen, weder George Clooney kriegen, noch irgendeine Mitgliedschaft in einem Club, in dem der immer die schönen Frauen trifft, sondern dass sie im Prinzip eben eigentlich dahin gebracht werden für den Alltagskaffee, der sonst immer so viel billiger war als im Kaffeehaus, jetzt dasselbe Geld auszugeben wie im Kaffeehaus. Ne? Also man kauft sich eine Kaffeemaschine, aber wirklich teuer ist eigentlich der Kaffee. Die Kapseln, die man hat, die ganze Zeit verbraucht und die dazu. Da ändert sich was. Oder wenn ich jetzt an den Mateschitz, an seine Red Bull-Erfindung denke, ich glaube schon, dass viele Leute wissen, dass das Schmefu ist mit diesem Energy Drink. Aber es gibt so viel, was in diesem fluiden Bereich drumherum mitgekauft wird, mitfantasiert wird, mit im Spiel ist, was dann ganz offenbar doch Gewicht hat und dieser Marke. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass die in 20 Jahren noch gibt. Im Unterschied wahrscheinlich zu Coca-Cola. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, oder auch richtig verstanden habe, ist sozusagen die Sinnstiftung, die Marken ja früher zum Teil noch hatten, heute weitestgehend eine Beliebigkeit, Kurzfristigkeit von Marken genauso gewichen, wie wir es in der Information haben, wo die Journalisten eben nicht mehr diejenigen sind, die der übrigen Bevölkerung die Welt erklären, sondern die Nutzer suchen sich selbst die Erklärung der Welt aus den unterschiedlichsten Bereichen, die sie jeweils interessieren. So ähnlich würde ich das auch beschreiben und sehen. Also die Marke hat, also nehmen wir nochmal das eben zitierte Red Bull, funktioniert so, dass die Menschen wahnsinnig viele verschiedene Dinge damit assoziieren und auch assoziieren können. Positives, auch ein bisschen Verrücktes, Faszinierendes. Und das ergibt so einen Komplex, der sehr beweglich ist. Also man könnte sich durchaus vorstellen, dass Herr Mateschitz, wenn er jetzt dann noch ein bisschen älter wird, irgendwann von Extremsportarten zur extremen Kultur wechselt und die moderne Oper fördern will und dann Red Bull Opern oder Red Bull Opernhäuser macht. Ganz unmöglich ist das alles nicht. Und weil das so ist, ist man auch umgekehrt fasziniert von der Möglichkeit, ein so fluides, so wenig sozusagen auf einen eigenen Wert und einen eigenen Sinn und eine eigene Bedeutung, einen eigenen Mythos beruhendes Produkt zu kaufen. Und das finde ich einerseits eben beunruhigend, andererseits auch faszinierend. Und wie würdest du dann Kultur in der Gegenwart beschreiben, wenn wir sozusagen dieses permanente Florieren haben und gleichzeitig ja immer noch, bleiben wir bei Marken, die wir genannt haben, die seit über 100 Jahren existieren, die ja dann eine gewisse Konstanz bedeuten. Ja, aber ganz wenige. Kultur ist im Unterschied zu früheren Jahrhunderten was irrsinnig Fluides, was irrsinnig Liquides, also selbst schwer Feststellbares geworden. Und das hat natürlich auch was mit den Globalisierungsprozessen zu tun, das heißt mit dem tatsächlich folgenden Austausch zwischen sehr unterschiedlichen Akteuren und Firmen und sprachlichen, religiösen und so weiter Kontexten. Das ist, wer heute an Kultur denkt, im Sinne ehemaliger bürgerlicher Hochkulturversion, also im Sinne des alten Bildungsbürgertums, der ist vollkommen orientierungslos. Kultur ist was ganz anderes. Ja, aber die Globalisierung, ich finde, das eine. Das andere ist ja der berühmte Spruch Global is local. Wir können ja auch etwa in den Netzen beobachten, dass hier eine Vielzahl von Nutzern
sich insbesondere eben auch für das Lokale in den Netzen interessieren. Klar, das kann man auch sehr viel besser, wenn man das tut. Aber auch dieses Lokale ist kein Lokales, wenn es jetzt, was weiß ich, eine historische Tiefenschärfe aufweist, die mit dem guten Argument, so sei es eben schon immer gewesen oder sei auch sozusagen gut so gewesen, operieren kann, sondern es ist eben auch ein sehr bewegliches und schwer feststellbares Lokales, das dabei im Fokus der Wahrnehmungen auftaucht. Also denk an unser eigenes Institut, das war, wie wir hergezogen sind, noch sozusagen eine Vorzeigeecke der gerade untergegangenen DDR. Dann war es plötzlich irgendwie ein sehr hipper Ort für Künstler und dann gab es Postmoderne, Postmoderne und so weiter, dann gab es die Galeriezeit. Heute weiß man schon gar nicht mehr so genau, was es ist. Das heißt, man könnte so eine kulturelle Lokalität wie die Spandauer Vorstadt, die Sophienstraße. Allein in 20 Jahren hat sich die wahrscheinlich 15 Mal geändert. Und das könnte man in Berlin noch an vielen anderen Orten zeigen. Also im Moment passiert ja wahnsinnig viel am Kreisdreieck zum Beispiel. Und ich weiß noch, wie ich nach Berlin kam, da kam mir das aus die Öl, das die Brache, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und jetzt im Moment passiert da sehr viel und verändert sich sehr viel. Und das ist, das kann aber auch wieder verschwinden. Das ist nichts, worauf man bauen kann. Und diese Beweglichkeit, diese Flexibilität, die ist in gewisser Hinsicht sehr reizvoll und attraktiv. Und auf der anderen Seite bleibt sie aber auch irritierend, weil sie hat natürlich auch dieses merkwürdige Potenzial, nicht nur Träume, sondern auch Albträume zu werden. Und was bedeutet das einerseits jetzt für diejenigen, die Marken und Medien entwickeln und auf der anderen Seite eben diejenigen, die wie ihr, wie ich, Medien nun in ihrer Entwicklung reflektieren? Können überhaupt noch gesichertes Wissen deiner Meinung nach weitergeben oder kann man nur sozusagen das Wissen in seinen Veränderungen noch beschreiben? Und begleiten. Wir sind viel eher Begleiter geworden. Das ist aber ein Problem, das hier nur besonders scharf und besonders deutlich vor Augen tritt. Man kann sagen, es ist ein Grundproblem eigentlich auch aller Arten von Pädagogik, von Begleitung, von Vermittlung, dass die Generation, die in der Lage ist, mit gewissen Standards und gewissen sozusagen Informationen und Know-how was über die Welt zu erzählen, eine Welt beschreiben kann, die gar nicht mehr die Welt ist, in der diejenigen leben und sich bewegen, die diese Informationen erhalten sollen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das gilt dann im gleichen Maße dann auch für Marken, für Informationen, für Medien insgesamt. Das ist enorm, enorm schwierig. Und wird zum Teil halt auch dadurch gelöst, dass man versucht halt, möglichst junge Leute, die selbst in dieser fluiden Welt aufgewachsen sind und sich zu bewegen gelernt haben, da und als Kreativpotenzial zu nutzen. Aber auch das bleibt an vielen Stellen fragil und irritierend schnelllebig. Aber ich will das nicht, ich meine das nicht in so einem kulturkritischen Sinne. Nein, das habe ich nicht verstanden. Aber wir feiern dies, oder wir denken dies hier 100 Jahre Erster Weltkrieg. Ja. Die Medien sind voll davon. Gleichzeitig haben wir mit Jugoslawien, jetzt mit der Krim und Ostukraine und so weiter, sind das ja alles, Irak, Syrien, sind ja alles Grenzen, die im Zuge dieses Krieges entstanden sind. Mhm. Und wo plötzlich jetzt sozusagen Völkerschaften, ich will es jetzt gar nicht werten, ob Terroristen oder was auch immer, sich jedenfalls dagegen wehren. Widerspricht nicht genau diese Entwicklung dem, was wir bisher festgestellt haben? Also ich glaube nicht, dass hier irgendeine Art von Rückschritt in das frühe oder auch mittlere 20. Jahrhundert passiert, sondern ich denke, dass da ganz verschiedenartige, auch politische Phänomene, also eine Rolle spielen, die gerade etwas mit der raschen Beeinflussbarkeit von Kollektiven zu tun haben. Also ein wesentlicher Faktor der Ukraine-Krise ist nicht, dass die immer noch an den Ersten Weltkrieg denken und an den Stalinismus und was weiß ich noch was, sondern dass halt eine gezielte TV-Manipulation, würden wir sagen, also
Beeinflussung durch bestimmte Perspektiven auf die Ereignisse stattgefunden hat. Also diese Auseinandersetzung darum, ist in Kiew ein faschistischer Putsch passiert oder gibt es Antistalinisten, die in der Ostukraine die Macht ergreifen wollen und eine Spaltung des Landes erzwingen wollen und so weiter. Die sind ja wahrscheinlich beide falsch und zwar eben deshalb, weil so grundsätzlich gar nichts, das gar nicht im Gange ist. Diese neuen Revolutionen haben ja ganz viel mit eben auch in dieser fluiden Situation mit dieser Durchdringung von Medialität und Lokalität zu tun. Mhm. Also wir haben sowohl Leute, die am Maidan waren, als auch jetzt zum Beispiel die Mona Abbasa, die am Tahrirplatz in Kairo gewesen ist, erzählt, wie faszinierend das ist, wenn so ein großer Platz zum Beispiel als so ein Kollektivbildungszentrum entsteht, man eben beginnt, die Social-Media-Möglichkeiten, Twitter, Facebook oder was, sogar die Satellitentelefone, eine Zeit lang in Ägypten, als Mubarak das Internet abgeschaltet hatte, haben die mit Satellitentelefonen gearbeitet, nur um die Information, was in der linken, hinteren Ecke des Platzes passiert, zur rechten Ecke des Platzes vorne zu transportieren, weil das anders gar nicht möglich ist, wenn zum Beispiel die Polizei an einer bestimmten Ecke eingreift. Und das sind ganz neue, sehr viel beweglichere, aber auch in ihrer historischen Vertiefung gar nicht so leicht greifbare Prozesse, die irrsinnig interessant und noch sehr wenig erforscht sind. Und ich habe immer das Gefühl schon gehabt, dass wenn man so will, die postmodernen Konflikte oder die neuen Kriege, wie Münkler sie genannt hat und andere auch, dass die viel damit zu tun haben, dass die historische Motivation, die zum Beispiel im Ersten und Zweiten Weltkrieg noch eine große Rolle spielt, gar nicht mehr so bedeutend ist, sehr viel mehr Beweglichkeit da drin ist. Das Amselfeld taucht zwar als Zitat auf, aber es ist ein klares Zitat und die eigentlich logische Frage ist nicht die nach dem sozusagen Amselfeld-Bewusstsein irgendwelcher Serben, sondern eher die Frage, wie fragil ist ein soziales Gefüge, in dem der Nachbar plötzlich der Todfeind werden kann. Das heißt, Geschichte, die ihn dann im Grunde genommen noch, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, nur noch als Zitat, die völlig überlagert wird, was gebraucht wird, um eine gemeinsame Sprache zu finden, in einer Welt, die derart agil geworden ist, dass man im Grunde genommen alte Konflikte jetzt austrägt, die vorher durch Diktatur oder was auch immer unter die Decke gehalten worden sind. Ja, man trägt wahrscheinlich gerne die alten Konflikte aus, sondern es sind ganz neue und eben auch nicht leicht greifbare. Mir kommt das, um es mit deinem Bild zu sagen, so vor, wie wenn jemand, der ein wirklicher Experte in irgendeinem der zahllosen Ego-Shooter und anderen Spiele ist, dann sozusagen in einer Pause seiner Spielsucht halt irgendeine History Channel Sendung sieht. Mhm. Der kann gar nicht anders, als dass in seiner Welt, wo es halt bewegliche Feinde und Angreifer und Alliierte und so weiter gibt, zu interpretieren. Das ist aber nicht etwas, was sozusagen als diachrone Tiefenbohrung wahrgenommen wird, sondern da gehen Welten ineinander über, die einerseits von Imagination, einer manchmal sehr imaginären und virtuellen Handlungsfähigkeit und andererseits eben von solchen gut gestalteten Formen des Wissens, nämlich auch des historischen Wissens, begleitet werden. Insofern müssen wir darüber nachdenken auch, was eigentlich passiert, wenn wir mit den alten Imperativen und den pädagogischen Imperativen der Erinnerungs- und Gedenkkultur auf diese Art von Multi-Minds, hat sie Ornstein mal genannt, auf diese Multi-Minds, diese jungen Multi-Minds treffen, die eben diesen Vorzug haben, keine strengen Konsumenten und Schichtangehörigen mehr zu sein, sondern eben auch dieses kreative Lebenspotenzial zu verkörpern. Gleichzeitig sind es aber natürlich auch die leidenschaftlichen Computerspieler oder was auch immer. Die große Frage ist, was passiert da eigentlich und wie trifft diese eine Wirklichkeit der gut gestalteten History-Serie auf eine ganz andere? Dann stellt sich allerdings die Frage, wie ist denn der Unterschied zwischen den Generationen? Wir sprechen ja von Digital Natives, wir
sehen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, die genau. über 60-Jährigen genau. verhalten sich relativ konstant nach den alten Mustern. Genau. Ist das ein Phänomen, was die Alten, was die Jungen uns jetzt, uns Älteren oder Alten beibringen? Oder und die dann auch weiter so leben werden? Ist das eine neue Form von Generationskonflikt oder ist das einfach ein Nebeneinanderbestehen, dass die Jungen im Grunde genommen nur noch warten müssen, bis wir Alten ausgestorben sind? Und ja, wenn man dement, aber gut. Oder dement wäre erstmal. In mir kommt es im Bild gesprochen so vor, als wäre das ein Generationenkonflikt, wo nur die eine Seite eine Generation ist und die andere ist schon was ganz anderes. Und das ist natürlich ein schwer greifbarer Generationenkonflikt, weil der nicht mehr in psychoanalytischer Terminologie gesprochen ödipalisierbar ist, so dass man sagt, die Jungen wollen die Alten umbringen. Ja, genau. Das würde man ja noch verstehen und mehr oder weniger nachvollziehbar finden. Und das ist es aber gar nicht mehr. Also zu den Digital Natives gehört auch eine ganz andere, wenn man so will, Identitäts- und Subjektstruktur, die haben die eben auch mit diesem kreativen, fluiden, nicht feststellbaren, in einer psychoanalytischen Terminologie wiederum gesagt, eben nicht ödipalen, das ist präödipal, das ist eine Art von Narzissmus, der manchmal ganz rasch auch in den Nihilismus umkippen kann, aber auch sehr assoziationsfähig ist. Müssen wir jetzt Freud verabschieden? Nee. Aber man kann einiges mit diesen Kategorien nach wie vor zu erklären versuchen und zu verstehen versuchen. Aber im Moment sind wir schon dabei, über diese seltsame neue Welt nachzudenken, die sich mit atemberaubender Schnelligkeit ausbreitet. Und Gott sei Dank nicht nur uns Pädagogen und Hochschullehrer verunsichert, sondern eben auch die Hersteller von Marken und Medien. Kurzes Gespräch jetzt nochmal Revue passieren lassen. Welche Mittel haben wir denn dann eigentlich? Die Soziologie hilft uns nicht weiter. Die begleitende Kulturforschung hilft uns auch nur bedingt weiter. Mit der Psychologie wird es auch schwierig. Welche Mittel haben wir eigentlich jetzt, um Medien oder Marken überhaupt noch ihre Daseinsberechtigung zu geben? Und sozusagen auch ihnen zu helfen, sozusagen irgendwo noch Einfluss zu haben. Gibt es eigentlich noch klassische Wissenschaften oder müssen die diese Wissenschaften, die wir jetzt genannt haben, ob Medien, Soziologie, Kulturwissenschaft, Sozialwissenschaft, müssen wir die nicht eigentlich völlig neu definieren oder zunehmend verändert definieren? Also wir sind schon auch in einem wissenschaftlichen Umbruchzeitalter drin, das sehr interessant ist. Man könnte die Frage schnell beantworten, indem man sagt, gut, es gibt für viele Zeiten sowas wie Leitdisziplinen und wir leben im Moment zum Beispiel in einer Zeit, die auch dadurch charakterisiert ist, dass die Ethnologie wieder eine stärkere Leitdisziplin geworden ist und nicht zufällig sind eine ganze Reihe von aktuellen Publikationen und Kulturtheorien und so weiter eigentlich stärker aus einer ethnologischen Perspektive formuliert und ich denke an David Graeber, an Marcel Naff, an Philippe Descolas und so weiter, die alle aus dieser eher ethnologisch-anthropologischen, kulturanthropologischen Forschungstradition stammen. Man könnte es aber schon mal auch zuspitzen und könnte sagen, was sie eigentlich erleben, ist, dass die klassischen Wissenschaftsprofile nicht mehr so ganz funktionieren. Das heißt, wir haben etwas, was wir von der Kulturwissenschaft ja immer von uns gewesen haben, wir wollten ja nie mit Cultural Studies verwechselt werden. Gleichzeitig stellen wir fest, dass Studies in einem atemberaubenden Tempo erfunden werden, weil Studies heute eigentlich nur heißt, es muss ein Thema so gut sein, dass es Sinn zu machen scheint, ein, zwei Kohorten damit näher sich auseinandersetzen zu lassen. Also wir betreiben inzwischen Wissenschaften so, wie man früher Graduiertenkollegs eingerichtet hat. Man sagt, das ist ein wichtiges Thema, also lasst uns das Studies treiben und gucken, was wir herausfinden. Und wenn sich in 10 Jahren ausstellt, dass sich das erschöpft hat, dann hat sich es eben erschöpft. Das macht ja auch nichts. Es gibt etwas, was mich immer schon fasziniert hat, wie ein Ideal von temporären Wissenschaften, also temporären Disziplinen, die auf aktuelle Fragen eingehen, die aber auch wieder verschwinden, wenn diese Fragen
ein Stück weit beantwortet sind. Mhm. Und damit hängt dann auch die Vermehrung der Turns zusammen. Wissenschaftler sein, der mit einer gewissen Gegenwartskompetenz, heißt heute so eine Turn-Kompetenz zu haben. Man muss halt viele Wechsel, viele Wandlungen, viele Paradigmenwechsel und so weiter wahrnehmen und irgendwie begleiten können. Und Ethnologie hat in dieser Situation den Vorteil, dass sie halt eine Tradition hat, darin sich mit Fremdheit zu konfrontieren und dann halt noch keine Theorie zu haben, sondern erstmal zu begleiten und zu sagen, guck mal, das ist aber schon sehr anders als alles, was wir bisher gewusst haben. Mhm. Und das finde ich, ist im Moment ganz, ganz wichtig. Und ich weiß nicht, ob unsere Universitätsstrukturen dem schon gewachsen sind, aber ich erlebe das natürlich jetzt auch durch die Bologna-Reformen, die vielleicht einen ganz anderen Sinn haben werden, als uns im Moment überhaupt vorstellbar erscheint. Vielleicht haben die überhaupt nur den Sinn, dass man wieder ein viel größeres Experimentierpotenzial in die Studiengänge und in die Unis hineinbringt. Auch die Bereitschaft, schneller und kühner wieder etwas zu verwerfen, was man gerade eben erst ausprobiert hat und nicht als Scheitern zu erleben, sondern als sozusagen Etappe in diesem kreativen Feld der Gegenwart. Wenn wir uns jetzt nochmal vergewissern, wir hatten ja bisher bestimmte Methoden für Markenentwicklung, für Medienentwicklung und so weiter. Was du jetzt gesagt hast, bedeutet ja im Grunde genommen, dass wir ja nicht mal eine Methode mehr haben, die wir den Studierenden wirklich mitgeben können, mit der sie dauerhaft versuchen zu arbeiten. Ja, das ist vollkommen richtig und auch ein ziemlich spannendes Element von Gegenwart, weil noch haben die wenigsten begriffen, wir führen Diskussionen, lächerliche Diskussionen über Abschreiben aus Wikipedia. In Wirklichkeit ist die Situation die, dass die Leute, die wir ausbilden, einen Zugriff auf Wissensfundus haben, den haben Generationen so noch nicht gehabt. Nicht einmal irgendwelche großartigen Privatgelehrten, die in irgendwelchen höhlenartigen, so ekoschen Labyrinthbibliotheken aufgewachsen sind, haben diese Art von unmittelbarem Zugriff. Das heißt, die Frage ist womöglich eben gar nicht mehr die nach dem Plagiat oder der Frage, wo habe ich was abgeschrieben, sondern viel, viel entscheidender eigentlich die Frage, wie sich eine Scientific Community unter diesen neuen Voraussetzungen bilden kann und herausbildet. Und ich denke, dass eine der spannendsten Fragen für uns die sein wird, wie sich Partizipation, nicht Distinktion, sondern Partizipation in Wissensgesellschaften entwickelt und entfaltet. Das hat ganz viel mit Medien zu tun, vielleicht auch mit Marken, aber Marken sind halt etwas, was immer stark auch auf Distinktion gesetzt hat. Und Marken, die Partizipation fördern, Die muss man wahrscheinlich noch ein Stück weit erfinden. Aber wenn ich jetzt, du sprichst von Partizipation, aber ich meine, gerade wenn wir im wissenschaftlichen Bereich uns umschauen, auch durch Medien sehr stark möglich, ist ja auch der Umgang etwa mit neuen Medien, mit Marken, wenn wir etwa China vergleichen mit Deutschland oder sozusagen. Frage von Kopieren, was ja nicht nur bei Wikipedia ist, sondern was ja auch bei Marken und so weiter drin ist. Generische Medikamente und so weiter. Quer durch alle Produkte durch. Ja. Dann haben wir ja auch nochmal, das ist ja dann im Grunde genommen ja auch eine Form von Partizipation. Dann haben wir im Grunde genommen nicht die Distinktion der Marke, sondern haben wir die Partizipation, die natürlich mit dem klassischen Rechtsbegriff, den wir haben, nicht übereinstimmt. Konfrontiert, ja, ganz genau. Ganz genau. Und da ist die entscheidende Frage eben die, wenn dieses, wie wir es nennen, Kopieren, das ist unzulässig, wenn das dazu führt, dass ganz neue Formen von Partizipation möglich und denkbar werden, dann hat dieses merkwürdige Konstrukt einer Multitude vielleicht doch eine Chance. Mhm. Und mir ist das eigentlich so richtig durch den Kopf gegangen, wie die Diskussionen um Sharing-Plattformen geführt wurden und ich irgendwann mal in einem Blog den Satz gelesen habe, liebe Leute, alles auf dieser Welt soll ich teilen, am besten auch meinen Körper. Ich soll nämlich jetzt schon festlegen, wer mein Herz und meine Lungen kriegt, wenn mir ein Motorradunfall zustößt und so weiter.
Aber so ein blödes Musikstück oder irgendein ein Webfile oder irgendein PDF-Dokument, das darf ich nicht teilen. Und das ist, da hat natürlich auch das ganze Pathos sozusagen aller Religionen noch mit aufgeführt, weil in der Tat gibt es ja eine große, große positive Besetzung der Idee der Partizipation und des Teilens. Und ich sehe nicht, dass wir auf Dauer verhindern werden können, dass hier ganz andere Arten von Kommunen sich herausbilden, sondern man muss, glaube ich, eher damit experimentieren und das Gefühl führen. Ich sage meinen Studierenden immer, Scientific Community heißt, ist schon was anderes als der Wunsch, ein Genie werden zu wollen. Ja, das ist etwas ganz Originelles für sich und dann natürlich auch für die Welt entdeckt. Und vielleicht muss man das den Markenherstellern auch klar machen, dass die faszinierenden Marken heute auch die fluiden Marken sein werden. Und wenn das mit dem alten Markenrechten, den alten Markenvorstellungen nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen ist, dann werden die halt vielleicht auch verschwinden und untergehen.